Wallahi, bis ein Bruder mir gesagt hat, er war in Skandaria in Ägypten und hat zu den Leuten in der Moschee gesagt, Assalamu alaikum. Die haben ihm gesagt, warte. Du musst uns erstmal 3 Fragen beantworten. Ist das richtig, wie sie gehandelt haben, oder falsch? Sheikhul Islam sagt, Ha'ula'il Mubtadi'a. Das sind die Mubtadi'in. Das sind die Leute, die die wahren Neuerungsträger sind. Weil das ist niemals erlaubt. Du kommst in eine Moschee herein. Ist es dir erlaubt, zum Imam zu gehen und sagen, warte, bevor du betest. Wo ist Allah? Was denkst du über den und jenen? Und es gibt Leute, die machen das. Das sind was? Was haben wir gesagt? Vom Urteil her, das sind Leute, die sind Mubtadi'a.